es erfüllt mich mit großem Stolz natürlich, genauso wie die letzten Wochen auch, Trainer dieses Vereins bzw. dieser Mannschaft sein zu dürfen. Und ja, hat ein bisschen gedauert, aber wie man so schön sagt, gut Ding will immer ein bisschen mehr Weile haben. Von dem her, glaube ich, sind wir jetzt froh, dass wir es alles geschnürt haben. Ich glaube, es war keine einfache Startzeit mit zwei undankbaren Auswärtspartien, wo du wahrscheinlich, zumindest was das Bundesligaspiel in Hamburg anging, nicht davon ausgehen konntest, dass du gleich mit der vollen Punktzahl startest zu der Phase. Aber wir haben uns langsam stetig gesteigert, haben uns am Anfang viele Dinge durch Eigenfehler kaputt gemacht. Und was die Mannschaft aber gerade nach der Corona-Pause geleistet hat, war, glaube ich, aller Ehren wert. Und deswegen auch am Ende verdient die Klasse gehalten. Ändern muss man immer vorsichtig sein. Ich glaube, ich will das Gute mitnehmen, was sicherlich die letzten Wochen und Monate stetig aufgebaut wurde. Und wir müssen natürlich ein Stück weit frisches Blut in die Mannschaft reinbringen. Wir haben auch eine Analyse gemacht, wo wir natürlich auch festgestellt haben, wo wir uns verbessern müssen. Nicht nur personell, sondern auch vom Fußballerischen her. Ja, und da wollen wir von Tag 1 ansetzen, damit wir in der neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft beisammen haben, die von Tag 1 konkurrenzfähig sein wird und hoffentlich eine stabile Saison leisten kann. Ich will eine Mannschaft haben, mit der sich die Leute draußen identifizieren können. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, irgendwelche Systeme um den Kopf zu knallen, sondern so denken wir auch gar nicht, sondern wir versuchen einfach, eine Mannschaft zu entwickeln, die als solche funktioniert, die auch als solche zusammensteht. Ich glaube, das hat den KSC in den erfolgreichen Zeiten immer extrem stark gemacht auch. Und dann werden sich da am Ende jede Woche wieder 11 Stück herauskristallisieren, die hoffentlich eine ähnliche Stärke und eine ähnliche mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bekommen, was die Vorhergehenden jetzt geschafft haben. Und dem ganzen Kader versuchen wir natürlich punktuell Geschwindigkeit und Qualität zuzuführen, sodass wir einfach auch einen nächsten Schritt nach vorne kommen. Das Ding war leider ein bisschen gekappt, diese Verbindung nach unten, weil einfach da gewisse Rädchen ins andere gegriffen hatten. Und das habe ich mal, glaube ich, von Tag 1 haben wir das auf unsere Fahnen geschrieben, haben, glaube ich, regelmäßig jede Woche Spieler im Training dabei gehabt von der U19, haben die stetig herangeführt, haben mit Janis Rabol, David Trivunic Spieler dem Kader zugeführt. Marlon Dinger ist noch ein Kandidat, der bei uns auf der Liste steht beispielsweise. Und ich glaube, federführend Dominik Koder mal herauszugreifen, der, glaube ich, gerade im letzten Spiel in Fürth gefühlt alles richtig gemacht hat auf dem Platz. Und, glaube ich, ein Paradebeispiel ist, wohin es gehen kann, wenn man an sich arbeitet. Und Malik Badmanz kommt zurück, auf den ich mich unfassbar freue, der Tempo und Qualität mit zurückbringt. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es die Jungen alleine nicht richten können, sondern wir brauchen ein stabiles Gebilde im Zentrum insbesondere. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und das zusammen kann ein Mix werden. Zusammen mit den Zuschauern, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich kann es ja mehr denn je beurteilen, was für eine Kraft und was für eine Stärke die KSC-Zuschauer entwickeln können. In guten wie auch in Zeiten, wo die Mannschaft dann auch mal den Support und die Unterstützung braucht, in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Und ja, das hat der Mannschaft natürlich in vielen Partien gefehlt. Und ja, jetzt schauen wir einfach in die Zukunft. Wir müssen aufpassen, wie sich dieses Coronavirus entwickelt. Ob wir diese Stabilität bekommen, wie wir es jetzt in Deutschland, glaube ich, grundsätzlich geschafft haben. Hoffen wir, dass es so bleibt und dass wir in baldiger Zukunft wieder eine hohe Anzahl von diesen tollen Zuschauern im Wildparkstadion begrüßen dürfen.